Heute soll es auch noch mal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen. Beginnen wir mit dem ersten Buch und zwar habe ich mit diesem Buch mal wieder eine Reihe beendet. Wuhu! Ich bin immer noch dabei, meine Reihen zu vervollständigen und es wird. Ich habe immer noch einige, aber es sind nicht mehr ganz so viele wie Anfang des Jahres. Und ja, kommen wir erstmal zu dem Buch. Und zwar habe ich gelesen Dare to Love 8, Liebe nicht ausgeschlossen von Carly Phillips. Das ist der 9. und letzte Teil der Dare to Love Reihe. Ich habe die ja alle komplett durchgesuchtet. Und ja, und ich kann auch nur sagen, dass der 9. und letzte Teil wieder eine ganz, ganz süße Liebesgeschichte gewesen ist. Ich fand, er gehörte zu einer der schwächeren Teile der Reihe für mich, auch wenn ich die Charaktere an und für sich ganz, ganz toll fand, aber die Story hat mich hier irgendwie nicht so packen können wie zum Beispiel beim 6. Teil, wo es um Maggie und Scott ging. Der war für mich, der war nun plus ultra, der war richtig gut und auch der 1. der war richtig gut und der 3. war mega gut und der 7. war richtig gut. Im Prinzip waren die Bücher alle wirklich gut und toll zu lesen und süße Geschichten, aber man entscheidet sich natürlich immer, was einem mehr gefällt und was weniger und ja. Der 9. Teil, wie gesagt, war eine richtig tolle, süße Liebesgeschichte wieder, hat für mich aber, was die Reihe betrifft, eher zu den für mich jetzt schwächeren Teilen gehört. Ich komme jetzt mal ganz kurz auch hier zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Ella und Tyler. Und Ella und Tyler kennen sich auch schon wieder ganz, ganz lange. In diesen Büchern geht es ja um die Familie Dare. Und in diesem Buch ist es halt Tyler Dare. Und von dessen Schwester Avery, die beste Freundin, heißt Ella. Und so kennen Tyler und Ella sich halt auch schon ganz, ganz viele Jahre. Die beiden haben in ihrer Vergangenheit mal eine gemeinsame Nacht verbracht. Und danach war es aus mit der Freundschaft. Denn er wusste nicht, wie er sich ihr gegenüber verhalten sollte. Sie wusste es auch nicht so richtig. Und somit sind die beiden sich halt aus dem Weg gegangen, haben nicht mehr miteinander gesprochen. Und ja, wenn sie sich halt gesehen haben, war es halt auch sehr verkrampft zwischen den beiden. Jetzt ist es so, dass Ella für einen Job auf die Bahamas geflogen ist. Oder Kay Islands, ich weiß es nicht. St. Lucien. Irgendwo in der Karibik. Naja, auf jeden Fall ist Ella für die Arbeit halt in die Karibik geflogen und hat dort halt ihren Job erledigt und ist noch einen Tag länger geblieben, weil sie noch ein bisschen shoppen wollte. Und ja, da wurde sie überfallen. Und sie ist mit einer leichten Gehirnerschütterung davongekommen, aber ihr wurde halt alles gestohlen. Jeder, ihr Pass, ihr Handy, alles weg. Und sie ruft dann ihre beste Freundin Avery an und bittet sie um Hilfe. Und die tut natürlich ihren Bruder Tyler, der für eine renommierte Sicherheitsfirma arbeitet und sie da rausholen kann, Ella zu Hilfe schicken. Und die beiden müssen dann jetzt gucken, wie sie miteinander klarkommen. Und Tyler merkt sehr, sehr schnell, dass es ihm sehr, sehr leid tut, wie das damals alles mit Ella gelaufen ist. Und er merkt auch jetzt halt noch, dass da irgendwie mehr ist zwischen den beiden. Und was es mit Ella und Tyler alles noch auf sich hat und warum Ella schlussendlich überfallen wurde, das ist es, worum es im 9. Teil von Dare to Love geht. Und wie gesagt, ich fand die Handlung wirklich super süß. Sie hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Geschichte, ich mochte die Charaktere auch total. Also Ella und Tyler sind ein ganz, ganz tolles Pärchen gewesen. Und auch die Nebencharaktere waren wieder richtig gut, denn die Familie Dare aus den anderen 8 Bänden, ne, spielt natürlich auch wieder mit eine Rolle und kommt nochmal so mit drin vor. Und das fand ich auch richtig gut. Und ja, tolle Charaktere, tolle Handlungen. Vom Setting her befinden wir uns hier wieder in Miami und halt auf dieser tropischen Insel. Und ich finde auch die Beschreibungen, die Carly Phillips in ihren Büchern immer reinbringt, ganz, ganz toll. Also ich hatte keine Probleme, mir das vorzustellen, wo die beiden sich befunden haben. Und ich konnte mir auch die beiden sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, mehr gibt es zum Setting eigentlich auch nicht zu sagen. Also ich fand es gut, ich bin super damit zurechtgekommen. Was den Schreibstil von Carly Phillips anbelangt, mag ich ihn auch total. Sie hat einen schönen, locker, leichten, einfachen Schreibstil. Und ja, man fliegt nur so durch die Seiten. Also das ist jetzt eins der dickeren Bücher, glaube ich sogar auch, mit 300 Seiten. Die anderen hatten so um die 250, 220. Also sie sind halt auch immer nicht so dick, die Bücher. Und ich finde die halt so für zwischendurch zum Lesen. Ideal. Also wenn man mal eine schöne, einfache, locker, leichte Liebesgeschichte haben möchte zum Abschalten, wo man nicht weiter drüber nachdenken möchte, dann kann ich euch die Dare to Love Reihe immer noch empfehlen. Ich finde sie wirklich richtig gut. Und ja, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Also eine tolle Handlung, tolle Charaktere, ein tolles Setting und ein toller Schreibstil. Und ja, ich bin einerseits natürlich froh, dass diese Reihe jetzt beendet ist, dass jetzt man sagen kann, oh, es ist geschafft, da kommt nichts mehr. Aber es ist natürlich auch schade, dass jetzt halt auch nichts mehr kommt, ne? Also man könnte hier schon noch ein paar Geschichten erzählen. Hier gibt es noch ein paar Geschwister, die noch nicht ihre Geschichte hatten, aber ja, es ist jetzt vorbei und es ist okay und ja, ich freue mich, dass ich die Bücher irgendwann nochmal lesen kann und mag sie total. Und wie gesagt, wer süße Liebesgeschichten so für zwischendurch sucht mit Erotik, ich kann es immer wieder sagen, diese Bücher sehen total unschuldig aus, sind es aber nicht. Also diese Bücher haben schon einen
für ihre Verhältnisse recht hohen erotischen Anteil, was ich aber absolut nicht störend empfinde. Und ja, ich mag die Reihe, ich kann sie euch nur empfehlen und wer Bock auf solche Geschichten hat, schaut euch die Reihe an. Ich mag sie. Und auch mit dem zweiten Buch, was ich euch heute zeigen möchte, habe ich wieder eine Reihe beendet. Und zwar die Mafia-Reihe von Cressley Cole. Das hier ist Game Maker, ein letztes Spiel. Und ich hatte so überlegt, liest du es nicht? Ich fand den ersten ja nicht so prall, der zweite hat mir gut gefallen und jetzt kam der dritte raus und ich dachte so, lies es nicht, was machst du denn jetzt? Und dann hat die Niki dieses Buch wieder als Hörbuch gehört und hat gesagt, oh mein Gott, das ist so gut. Und wenn Niki sagt, es ist gut, dann ist es auch gut und ich habe es mir geholt und ich habe es gelesen und ich habe es geliebt. Also das ist für mich definitiv der beste Teil der ganzen Reihe. Ich fand einfach die Story so unglaublich toll, ich fand die Charaktere richtig gut, ich mochte das Setting, ich fand den Schreibstil toll, also dieses Buch war wahnsinnig, wahnsinnig gut und hat mich mega gut unterhalten. In diesem Buch geht es um Victoria und Victoria lebt in einer Gaunerfamilie, also ihre Familie sind alles so Trickbetrüger und Gauner und Diebe und ja, sie planen gerade einen neuen Coup und zwar soll Victoria versuchen, den reichen und gut aussehenden Milliardär Dimitri Sebastian zu umgarnen und auszunehmen. Denn die Familie von Victoria steckt in ziemlichen Schwierigkeiten und hat ziemlich große Probleme und braucht ziemlich schnell ziemlich viel Geld. Und so tut Victoria ihr Glück versuchen und hat aber nicht mit Dimitri und seiner unglaublichen Anziehungskraft gerechnet, die er auf sie auswirkt und auch nicht mit seiner wahnsinnig tollen Art, wie er sie umgarnt und ja, so verfällt Victoria Dimitri sehr, sehr schnell und hat aber trotzdem noch ihre Geheimnisse. Und ob es den beiden am Ende gelingt, eine Beziehung aufzubauen und ob Dimitri dahinter kommt, wer sie ist und was sie vorhat und was das Ganze alles für Auswirkungen auch hat und was mit ihrer Familie am Ende passiert, das ist es, worum es in Game Maker ein letztes Spiel geht. Ich kann nur sagen, ich habe von dem Buch etwas ganz, ganz anderes erwartet, als es eigentlich war. Und das war auch gut so, denn ich hatte echt Befürchtung, dass das hier wieder so in die BDSM-Richtung abrutscht, weil es steht irgendwas drauf mit dunkler Versuchung und dunkler Verführung und dunkler Leidenschaft steht hinten drauf. Und da dachte ich dann so, oh nee, aber nichts da, kein BDSM, alles gut. Also so ein bisschen Popo-Wackeln macht er schon mal zwischendurch, aber mein Gott, es ist jetzt nicht mit ans Bett fesseln und auspeitschen und so ein Scheiß, Gott sei Dank. Ach, kann ich ja gar nicht haben, sowas. Naja, auf jeden Fall war dieses Buch anders als erwartet und es hat mir richtig gut gefallen. Ich fand die Handlung wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und auch wenn man zum Ende hin schon so eine Vermutung hat, wie das Ganze jetzt ausgeht, war das Ende dann doch wirklich nochmal schön, das Ganze auch so zu lesen und was da alles so dann dahinter und was am Ende dann halt alles so da dahinter gesteckt hat, hat mir auch richtig gut gefallen. Ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig gut, was die Autorin sich da auch ausgedacht hat. Und ja, ganz, ganz tolle Handlung. Die Charaktere, Dimitri. Oh mein Gott, dieser Mann ist so romantisch und so besitzergreifend und so herrisch und so ein typisches Alpha-Tier wieder. Und ja, aber er ist halt auch so romantisch und oh mein Gott, er ist einfach so süß teilweise auch und ja, er war ein ganz, ganz toller Charakter und ja, auch Victoria hat mir richtig gut gefallen. Man hat ihre Menschlichkeit gemerkt, die dann halt immer noch mit durchgekommen ist und man hat halt gemerkt, dass sie nicht so die eiskalte Braut ist, die halt einfach ihr Ding durchziehen will und ja, fand ich auch richtig gut. Wo war ich jetzt? Wir haben inzwischen 15 Minuten später, denn meine Speicherkarte war voll und ist einfach ausgegangen. Yay! Ich war, glaube ich, gerade bei den Charakteren bei Dimitri und Victoria und habe, glaube ich, gerade gesagt, dass mir die beiden Charaktere hier richtig gut gefallen haben. Ich muss sagen, dass mir auch die Nebencharaktere, also die Familie von Dimitri und auch die Familie von Victoria, sehr, sehr gut gefallen haben. Die haben halt alle so gut quasi ineinander gegriffen und das fand ich sehr, sehr cool. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Also wie gesagt, tolle Handlung, tolle Charaktere, toll, ich sehe nichts mehr. Also wie gesagt, dieses Buch hat eine ganz, ganz tolle Handlung, hat wahnsinnig tolle Charaktere. Der Schreibstil von Cressley Cole hat mir auch hier wieder richtig gut gefallen. Ich mochte ihn im ersten und im zweiten Teil auch schon sehr. Ich finde, die Autorin hat eine ganz, ganz tolle Art, Sachen zu erzählen und zu beschreiben. Und ja, mochte ich auch auf jeden Fall. Vom Setting her befinden wir uns hier in Las Vegas und dann zeitweise noch in Kalifornien. Und ja, ich muss sagen, dass das Setting wahnsinnig, wahnsinnig toll war. Also Las Vegas zum einen mal als Setting toll und dann auch, wo die in Kalifornien waren,
dieses Setting war so unglaublich schön und ich konnte mir das alles so richtig gut vorstellen und ich wäre selber gerne dort gewesen und ja, mochte ich total. Ich bin von diesem Buch hin und weg und es ist, wie gesagt, definitiv anders, als ich es erwartet habe und Gott sei Dank ist es anders, als ich es erwartet habe. Mein Fazit zu Game Maker, das letzte Spiel, ist, dass es ein ganz, ganz toller Abschluss für diese Reihe gewesen ist und dass ich es unheimlich gern gelesen habe und euch den dritten Teil definitiv empfehlen kann. Ich kann euch auch den zweiten empfehlen, aber der erste war absolut nicht meins. Diese Bücher sind erotische Romane, also es kommt relativ viel Sex drin vor in diesen Büchern. Das soll ich vielleicht mal noch da dazu sagen und ja, ich mochte es total und ich bin gespannt auf die Immortals After Dark Reihe von Crazy Cool. Die habe ich hier noch stehen, den ersten und zweiten und dritten Teil. Den habe ich von Niki letztes Jahr bekommen zu Ostern. Oh, es tut mir leid, ich schäme mich schon so. Und ja, die muss ich auch echt mal lesen. Aber jetzt habe ich erstmal Game Maker beendet und da freue ich mich sehr. Das waren meine zuletzt gelesenen Bücher. Falls ihr diese Bücher schon kennt und gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.